Ab 21 Uhr füllte sich am Silvesterabend die Innenstadt von Westerland langsam mit Menschen, denn um 22 Uhr stieg auf der Promenade die größte Silvesterparty der Insel. Zu Tausenden strömten die feierlaunigen Sylter und ihre Gäste an den Strand. Die insularen Silvesterpartys verliefen absolut friedlich. Die Sylter Polizei hatte keine größeren Einsätze. Trotz des inselweit geltenden Abbrennverbotes für Feuerwerke der Klasse 2 knallte und blitzte es ganz ordentlich am Strand von Westerland.